Faster than a boat. Faster than lightning. We are the farmers. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und ja, es geht dieses Mal um den Clan. Und zwar, ich möchte mal ein bisschen was ansprechen. Und zwar bekommen wir, also die ganzen YouTuber, die hier gerade in dem Clan drin sind, momentan wirklich sehr, 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 sehr viele Anfragen von neuen Leuten, die hier in den Clan rein wollen. So, wir haben uns jetzt etwas überlegt. Wir haben auch so eine Gruppe, in der wir mal alles besprechen zum Thema. Wir haben jetzt überlegt, wir legen eine Liste fest, ja, in der wir festhalten, was man braucht, um sich zu bewerben. So, zu Anfang, ihr könnt euch nicht per Kommentar oder per Skype oder per sonst was bei uns bewerben. Das Ganze geht nur über den COC Fever, und zwar per Privatnachricht. Private Nachrichten kann man senden, indem man auf den Kanal geht, dann auf Kanalinfo, und dann steht da unten so ein kleiner Button, da steht Nachricht senden, und da könnt ihr dann halt an den Leon oder an den COC Fever in dem Fall eine Nachricht senden. Die sollte relativ ausführlich sein, und ja, ich denke mal, ihr könnt euch da bestimmt was ausdenken, was ihr da so schreibt. Und vor allem das, was mich auch jetzt betrifft, ich werde momentan wirklich sehr häufig bei Skype auch angeschrieben, sei von kleineren Leuten oder von größeren Leuten, die ich schon länger kenne, aber ich kann dann wirklich auch nichts machen. Ich kann euch nicht reinnehmen, nur weil ich euch jetzt schon länger kenne und weil wir irgendwie Kontakt zueinander haben. Das tut mir wirklich leid, ich möchte das auch gerne anders haben, aber wenn wir wirklich jeden irgendwie annehmen, den wir kennen, den wir als Freund in echt haben, den wir schon länger über YouTube kennen, das geht einfach nicht, weil dann wäre der Clan irgendwie nach, ja, 2 Minuten oder so voll, wenn das jeder machen würde. Und deswegen haben wir jetzt noch was weiteres festgelegt, und zwar, ja, die Videos, die derjenige produzieren sollte, sollten möglichst gute Qualität haben, das heißt, ein vernünftiges Aufnahmeprogramm, der Sound sollte auch stimmen, das heißt, ein gutes Mikrofon und Audio und Video sollten gut zueinander passen, sollte in etwa stimmen. Und ja, das zweite, ihr solltet mindestens 3 bis 4 Videos auf YouTube hochladen pro Woche. Das heißt, ihr solltet relativ aktiv sein, und es sollen natürlich auch COC-Videos sein, nicht irgendwas anderes. Und dann als Hauptkriterium ist, dass ihr in etwa annähernd an die 1000 Abonnenten haben solltet, beziehungsweise über 1000 Abonnenten, und ihr in dem Verhältnis dann auch in etwa 500 Views haben soll. Das heißt, dass eure Abonnenten auch aktiv sind und auch regelmäßig eure Videos schauen. Das heißt, es kann ja auch jemand anfragen, der irgendwie Abonnenten generiert hat oder sowas und dann irgendwie das nur extra gemacht hat, um hier in den Clan reinzukommen. Das gibt es bestimmt auch irgendwie. Ich werde es dann niemandem irgendwas unterstellen, aber ja, wer weiß. Ansonsten, wie gesagt, ihr wisst, der Clan hat nur 50 Plätze, und es gibt immer mal Leute, die sich denken, jo, hier ist der Fred drin, hier ist der John drin, hier ist der Lichte drin, hier ist der Fleoneo drin, oder hier bin ich drin, oder wer auch immer, da möchte ich unbedingt rein, und die stellen sich dafür extra einen YouTube-Kanal, laden da vielleicht 1-2 Videos hoch und sagen dann, ja, ich bin YouTuber, lass mich mal rein. Ja, sowas gibt es bestimmt auch. Bei mir war es sowas noch nicht der Fall, dass mich jemand angefragt hat, aber ich habe davon schon mal gehört von den anderen. Und ja, als nächstes, ihr solltet richtige Let's Plays auf eurem Kanal hochladen. Das heißt, nicht unbedingt nur Speedbuilds oder nur irgendwas, wo ihr halt Musik hinterlegt und dann irgendwas in COC macht. Also sowas zählt für uns halt nicht als richtiges Video. Und Bewerbungen zählen halt, wie gesagt, wirklich nur, wenn ihr euch per Privatnachricht bewerbt. Das heißt, Kommentare, die unter den Videos kommen von uns, wo ihr schreibt, ja, ich möchte gerne in den Clan rein, weil das und das, werden von uns ab jetzt ignoriert. Und ja, ich nehme, wie gesagt, eigentlich fast alle meine Kommentare wahr, aber diese werde ich dann auch ignorieren. Aber trotzdem, es tut mir wirklich leid, wenn ihr jetzt ein bisschen enttäuscht seid. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Und damit das jetzt nicht ganz so langweilig und trüst wird, möchte ich jetzt nochmal meinen zweiten CW-Fight zeigen. Und zwar habe ich hier die Nummer 13 angegriffen. Ich glaube, der Diseox und der Flo haben die schon angegriffen und haben da beide jeweils 0 Sterne geholt. Ich habe da jetzt mit GoWipe angegriffen. War wirklich ein sehr knapper Kampf. Ich habe da fast noch die 50% geholt, das heißt 2 Sterne. Und unser CW, der geht momentan wirklich gar nicht ab. Wir haben irgendwie, das kann ich euch gleich nochmal ganz kurz zeigen, viel mehr Angriffe und viel weniger Sterne als unsere Gegner. Also wir werden da diesmal richtig zerberstet.
Ja, zu Anfang lief es wirklich sehr gut. Mauerbrecher sind auch relativ gut gelaufen. Meine Magier gingen da auch schon hinterher. Eine Hexe hatte ich diesmal dabei. Packers kommen jetzt auch schon mal rein. King und Queen. Ich habe jetzt gewartet, bis die Klammer komplett hier in die Ecke gekommen ist. Die Magier sind jetzt schon down. Hexe kommt da jetzt. Die blitze ich dann auch schon mal. Und dann läuft das alles. Hexe habe ich wirklich sehr gut erwischt. Und ja, bis dahin sah es eigentlich ganz gut aus. Da kommt der erste Wut. Und ja, ich hatte jetzt auch ein paar Truppen übrig. Seht ihr gerade unten. 3 Bogenschützen, 1 Magier, 3 Lakaien und noch die Klamok. Ich wusste vorher gar nicht, was in der Klamok drin ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da ein Bäcker drin war. Und ja, war eigentlich ein Golem drin. Das seht ihr gleich nochmal zum Schluss. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil der hat dann noch ein bisschen was weggetankt und hat da wirklich noch dafür gesorgt, dass ich da noch an die 50% in etwa rankam. Hier ist noch ein Packer irgendwie außen lang gelaufen. Ihr seht hier, in der Mitte ist jetzt alles tot. Habt ihr jetzt so gedacht, jo, der Golem, der tankt da wirklich ganz gut, setze ich dann mal einen Magier. Es hat bis dato wirklich sehr gut geklappt, aber dann ist der Magier irgendwie hier zu weit nach rechts gelaufen und dann hat die Kanone den auch schon abgeschossen. Hier oben war jetzt noch der eine Packer, da habe ich mir auch gedacht, jo, der tankt da jetzt auch ein bisschen, setze ich da noch einen Bogenschützen und einen Lakaien hin. Aber da war der Packer auch schon ganz schnell weg. So, an der Stelle hier habe ich jetzt immer noch gedacht, der Golem tankt, ihr habt den Minenwerfer jetzt nicht ganz so beachtet. Und da war auch schon der eine Bogenschütze weg, hier der nächste auch weg und der Golem tankte wirklich alles weg. Hier der eine Lakai holte jetzt noch die 44% und der Golem hat hier leider nichts mehr geschafft. Also ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ja, ich sag mal so, ich bin eigentlich noch einer gewesen, der jetzt wirklich ein bisschen was hier gerissen hat. Abgesehen von Tobi Kaiser, der ist ja wirklich hier ein kleiner Spezialist, aber wir haben jetzt, ich sag jetzt mal auch selbst, ich hätte da auch viel mehr reißen können. Und ja, der CW ist eigentlich im Allgemeinen von uns allen irgendwie ein bisschen kacke gelaufen diesmal. Ich kann eigentlich jetzt schon sagen, der wird verkacken. Der CW wird von uns verkackt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber guckt euch das mal bitte an, Jungs. Okay. 24 Fights, 16 Sterne. Und unser Gegner 13 Fights und 19 Sterne, Leute. Das... Ja, ihr seht, ich habe meine beiden Angriffe natürlich... nicht unbedingt natürlich, ich verkacke natürlich auch häufig. Ich soll echt drauf aufhören, hier immer verkackt zu sein. Das klingt irgendwie, ja, ganz schön komisch. Aber ich habe hier meinen Siegbonus eigentlich voll reingeholt. Ich habe meine 2 Angriffe eigentlich, ja, absolviert und da auch gewonnen. Beziehungsweise hier 1 Stern geholt und da halt meinen Siegbonus bekommen. Aber naja, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass der CW jetzt hier schon verloren ist. Und ja, mal sehen, wie der nächste wird. Ich hoffe mal, dass wir mal demnächst einen gewinnen. Aber dieser Gegner, wie gesagt, war wirklich nicht so... Der ist nicht auf unserem Niveau. Wir sind Clan Level 1, der ist Clan Level 4. Wir haben 0 gewonnene Clankriege, die 66. Und auch allgemein die Basen von unseren Gegnern sind halt auch überhaupt nicht auf unserem Niveau. Aber das habt ihr natürlich alles schon im letzten Video von mir gesehen. Aber naja... Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ich denke mal, heute kommen wieder 2 Videos. Und ja, haut rein, Leute. Ciao.